wie du diese Softbox in einer 2 Sekunden für den Godox V1 oder den Profoto A1 aufbaust, siehst du in diesem Video. Fotizubehör? Fotirästli! Hallo miteinander! Herzlich willkommen zu einem Video. In diesem Video möchte ich euch eine Softbox vorstellen von der Firma SMDV. Die haben bis anhin eigentlich qualitativ hochwertige Softboxen gemacht mit Bowens Mount und so verschiedenen Anschlüssen, die man gut mit der Studio Blitz hat können verwenden. Jetzt haben sie ein neues Kapitel aufgeschlagen und haben eine Softbox speziell für Systemblitz gemacht und im Speziellen für die Systemblitz mit dem runden Blitzkopf, wie der Profoto A1 oder der Godox V1. Man kann mit dieser Softbox auch normale Systemblitz verwenden. Da gibt es auch einen entsprechenden Adapter dafür. Die Softbox ist relativ klein. Also sprich, wir haben hier die Abmessungen. Die ist gut 50, also so 45 bis 53 cm lang. Und gibt es in 20 und 24 Inch Durchmesser. Das ist jetzt 24, die ich hier habe. Speziell an dieser Softbox ist, dass sie brutal schnell aufgebaut ist. Und zwar in 1, 2, 3 Sekunden. Schon ist sie aufgebaut. Dann haben wir hier hinten haben wir den Anschluss. Das ist jetzt der Mount für den V1. Der wird so reingemacht, gedreht, dann gehört er, wie er einrastet. Und das Coole ist nachher, ihr könnt den Blitz einfach so magnetisch reinmachen. Finde ich eigentlich eine mega coole Sache. Ihr könnt ihn dann auch wieder magnetisch rausnehmen. Ihr könnt ihn aber auch, wenn ihr wollt, hier runterdrehen und komplett so rausnehmen. Sprich, wenn ihr den zum Beispiel auch auf einem Stativ oben habt oder so, könnt ihr hier auch über die optionalen Farbfilter, Waben und so, könnt ihr natürlich noch ein bisschen farbig blitzen oder was auch immer. Zurück zu der Softbox. Die Softbox ist so gebaut, dass ich hier unten einen Anschluss für einen Spigot habe, den ich quasi oben drauf tue und dann fixiere. Also eine Umdrehung, offen zu. Und dann ist er fix da drauf. Und nachher habe ich hier so wie einen Pistolengriff, den ich kann hin und her bewegen. Und dann, ihr merkt, er rastet sehr gut ein. Also es ist nicht so eine Gleitrasterung, sondern es ist wirklich ein Zahnkranz, wo's nachher hebt. Und vorne haben wir einen fix montierten Diffuser. Den kann man nicht wegnehmen. Es hat innen, wenn man da innen schaut, hat es nochmal einen Innendiffusor. Der ist auch fix montiert. Wenn er euch zu viel ist, sind es, glaube ich, 6 so feine Plastikschnürli, wo man auch abschneiden und rausnehmen könnte, könnt ihr ihn dann nie mehr reinmachen. Zum Demontieren ist genau das Gleiche. Hier einfach auf die eine Seite überdrücken und dann ist er schon zu. Dann tünt ihr den Diffuser ein bisschen rein. Dann habt ihr hier ein Band, das rundherum geht. Und so klein ist die Softbox verpackt. In meinen Augen eine der coolsten Softboxen, die im letzten Jahr oder in diesem Jahr jetzt auf den Markt gekommen sind, weil es halt spezifisch an das kleine Equipment angebaut ist und ihr so eigentlich relativ wenig Gepäck habt, um euch im Shooting reisen oder wenn ihr auch auf Reisen seid, keine Ahnung, whatever. Eben, wie gesagt, gibt es in 20, 24 Inch. Wir haben bei uns Set direkt mit dem V1-Adapter dazu. Profoto A1-Adapter oder Systemblitz-Adapter gibt es optional dazu. Und wie immer natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht kennt habt, bitte abonnieren. Dann kommen ihr immer die neuesten Mitteilungen eingespielt über, wenn wieder irgendetwas Neues auf den Markt kommt, wo wir euch dann auch vorstellen tun. Und wenn ihr irgendeine Frage habt, könnt ihr das unten am Beitrag posten. Wir tun euch das gerne so rasch wie möglich dann jeweils beantworten.
Danke für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen schönen Tag. Tschüss.